Oh, da wäre er wieder. Mit ganz viel Mana. So wie es geplant war. Warte mal. Da. So. Ah. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Das war auf jeden Fall ein Vorschlag aus den Kommentaren. Dass wir die Türme ja so umbauen können, dass da Wasser durchfließen kann, aber Gegner nicht. Und was macht die Schnecke da? Naja, und so würden wir halt verhindern, dass das Wasser sich da mal zwischensammelt. Aber das passt schon. So, du zu. Was ist hier los? Achso, Baugerüst. Bau. Jetzt da bitte eine Wand hin. Die Wand bitte weg. Und da eine Wand hin. Und dann brauchen wir ganz viele Testertürme. Die wir übrigens auch stapeln können. Was ich ganz vergessen habe. Das heißt, wir könnten jetzt hier noch zwei Testertürme draufstellen. Dadurch wird er noch stärker. Aber momentan ist er ja doch ziemlich schwach. Also, er brauchte irgendwie 6, 7 Blitze, bis ein Zombie umgefallen ist. Und bis dahin war der ganze Rest schon dran. Das ist nicht so schön. Aber ich mag nicht, dass die Jungs nichts zu tun haben. Also, wo war unsere Mine? Haben wir überall Minen. Aber wo war unsere wichtige, neue, aktuelle Mine? Hier unten. Da, geht nach Hause. Elixier des Feuerballs. Was ist ein Spinnweben? Hier, Kohle könnt ihr abbauen. Kohle. Ja, kriegt auch Scaffolding. So. Was haben wir da unten? Da unten haben wir Diamanten. Die hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Das Scaffolding hier kann mal weg. Da kann ein Loch hin. Dann, genau, hau kaputt. Das abbauen. Dich töten. Taucherhelm. Dieser Taucherhelm erlaubt es dem Träger, ohne Begrenzung unter Wasser zu arbeiten. Höhö. Ach, das ist richtig praktisch, falls mir jemand ertrinkt. Oder falls wir gucken wollen, was im Ozean ist. Dann bringen wir einfach eins weg hier hin, übernehmen die Kontrolle über ihn, rüsten ihn mit dem Helm aus und springen ins Wasser. Ja, das könnte interessant werden. So, da oben kommst du nicht ran. Heb das bitte auf. Sammelwasser. Wir würden nämlich gerne da gleich runter. Da was abbauen und wir gucken können, was da hinten überhaupt ist. Pilze. Und was haben wir da unten? Ganz schön tief. Oh, Gold. Gold. Weg. Alles abbauen. So. Da ist noch mehr Gold. Wo bist du jetzt hin? Das war so nicht geplant. Das da kann auch noch weg. So, dann kann das da weg und dann fällt das runter und dann hat man noch ein Portal drauf. Okay. Genau, das putzelt alles runter. Können wir ein bisschen schneller machen. Silber ist gut. Gold ist gut. Wir brauchten, glaube ich, auch noch Sand, oder? 17 Sand. Ne, das geht. Okay. Tesla-Turm da. Gold. Nicht Sand, Gold. Quarz geht langsam alle. Glas sollten wir auch Neues machen. Stahl wurde inzwischen hergestellt. Rohsilber. Haben wir auch eine Menge. Und Stein. So, 1, 2 Testertürme bitte bauen. Fertig. Und Glas herstellen. Da. Kohle. Sand. So. Was haben wir da? Apfelkuchen. Kohle, Mehl, Apfel, Ei. Okay. Das da weg. Oh, ganz viel Gold. Da scheint irgendein Raum zu sein. Scaffolding. Wagon. Ja, wir sollten auch nochmal so eine richtige Bahnstrecke aufbauen, aber das dauert noch ein bisschen.
Erstmal gucken, was hier unten noch ist. Das da weg. Das da weg. Das da weg. So. Fangeisen. Ein Fangeisen, das größeren Schaden an Tieren und Monster verursacht. Einfach nur 3 Eisenerz. 1, 2, 3. 10 Fangeisen. Dahin. Also unsere Schmiede sind echt durchgehend beschäftigt, ne? So, einmal da lang gucken. Neues Portal. Ruhig hier. Das abbauen. Was haben wir denn hier? Nichts. Kohle. Ja, ist okay. Ist nicht überragend, aber ist okay. Das da auch noch. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. Ups. Du, dahin. Ja, so ein Scaffolding hier wieder abbauen. Das vergesse ich nämlich ganz gerne, die alten wieder abzubauen. Die verteilen sich über die ganze Karte. Ungar? Was Ungar? Nachttopf. Da, da, da. So, wie schaut es hier oben aus? In 7 Minuten kommt die nächste Welle. Oh, was war das? Achso, du. Setz mal da ein Dingens drauf. Und da ein Dingens drauf. Was? So, der kann weg. Der kann weg. Da kann er. Also kann der wieder hin. So. Ich hoffe, das klappt mit dem Dastehen und Draufstehen. Jo, klappt sehr gut. So, du kannst da ruhig weggehen. Was zur Hölle, Hühnchen, was machst du? So kann man unsere Barrikaden auch umgehen. Einfach rüberfliegen. Die Zwerge haben nichts zu tun. F1. Ihr habt noch 6 Minuten. Tobt euch mal hier aus. Es geht ganz schön tief runter. So, schon besser. Mit der Geschwindigkeit. Hey. Ah. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Wir brauchen mehr davon. Haben wir genug Glas jetzt? Ja. Quarz haben wir immer noch genug. Gold haben wir mehr als genug. Stahl wird langsam knapp. Aber ich denke, wir können jetzt 1, 2, 3... Aha! 7 Testertürme. So, erster Fleet ist okay. Und alles tot. Wir bräuchten hier mal bitte 1, 2 Fackeln. Obwohl, wir können einfach alles zumachen. Brauchen wir noch genug Stuff, Scaffolding? Was? Das ist nicht genug. So. Ersetze Kohle. Baue. Da muss abgebaut werden. Sing. Da Erde hin, da Erde hin. Eisenzaun. Ein Zaun, der Gegner verlangsamt. Okay. Ziegelzaun, Eisenzaun. Klick, 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 klick. So. Eisen. Nicht genug Ressourcen. Achso, muss auch erst geschmiedet werden. Okay. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5 von den Fallen. Von 2 Felder nach vorne. 1, 2, 3. Geht nicht. Das ist nicht gut. Das Ding, der muss zerstört werden. Aha. Die Scaffoldings können jetzt weg. Du kannst darauf, du kannst darauf.
Was macht ihr da? Achso, ihr lauft schreien zu dem Zelt, ist okay. 2 Minuten noch. Genau, da soll gebaut werden. Hier soll zugemacht werden. Da soll zugemacht werden. Stopp. Ersetze Kohle. Ersetze Kohle. Hierzu, dazu. Ich will die ganze Höhle eigentlich zu haben. Nach und nach will ich fast alles zu haben. Und durch... Oh, Geschenk. Mütze. Und durch Erde ersetzt. Dass wir so eine richtig schöne, ordentliche Zwergenmine haben. Und nicht so ein Chaos mit überall Wildwuchs, den die Zwerge abbauen wollen und so weiter. So, Nacht bricht ein. Portal kommt gleich. Ich glaube, du brauchst da ein Scaffolding. Sonst kommst du da nicht hoch. Aber mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Höherer Tesla-Turm. Noch höherer Tesla-Turm. Oh, da kommt das Portal. Noch höherer Tesla-Turm. Und die Zwerge laufen einfach schreiend drauf zu. Genau, zieht euch zurück, das ist ein ganz großer Turm. Stopp. Wir haben noch irgendwo dieses Schild, wo sie nicht hinterherlaufen. Da. Genau, geht weg da. Sollst da weggehen? Nee. So, Wurzel. Was sind diesmal auf jeden Fall mehr? Vor allem mehr von den dicken Zombies. So, unsere Zwerge sind fast alle kaputt. Nicht mehr wirklich kampffähig. Turm hält sich wacker. Genau, zieht euch zurück. So. Nichts mehr verbessern, nichts mehr machen. Einfach nur die Türme brutzeln lassen. So. Genau. Okay, alle schlafen. Du geh schlafen. Du komm später raus. Du geh schlafen, du schläfst schon. Du geh schlafen. So. Türme erledigen den Rest. Also ja, die Türme sind praktisch. Das haben wir schon mal gelernt. Also in der dritten Stufe jetzt, und zweite, dritte Stufe. Und wir haben gesehen, dass die Wellen doch schwieriger werden. Da waren gerade nämlich wesentlich mehr von den schwereren Zombies, die mehr aushalten. So, Essen. Gebratener Fisch. Alles darauf. Gegrilltes Fleisch. Alles darauf. Fisch. Eintopf haben wir nicht mehr. Achso, so war der Eintopf. Kohle. Da. Viel Eintopf. Der erst gekocht werden muss. Okay. Du bist der letzte Gegner. Du musst schon nach links gehen, sonst können wir dich nicht brutzeln. Noch ein Denkfehler ist halt, dass die hier auch gar nicht durchgehen können. Das heißt, das Ding soll ich auch eventuell noch entfernen. So, Welle vorbei. Sehr gut. Und alle unsere Zwerge haben Schlaf. Na gut, dann lassen wir die Jungs in Ruhe schlafen und melden uns gleich wieder.